Hallo wieder in der Ecolunch. Heute machen wir eine Beilagsuppe und dazu verabreicht Anne ihren genialen Ansatz für Suppen. Mit diesem Suppenansatz könnt ihr nicht nur Beilagsuppen machen, sondern verschiedene Sachen, zum Beispiel Kresse, Rahm, Kräuter oder sogar eine rote Betesuppe. Und ich wünsche euch dabei dann viel Spaß beim Zuschauen. Und für diejenigen, die das gerne vegetarisch nachkochen möchten, können ruhig auch für den Ansatz Olivenöl verwenden statt Butter. Hier gilt jetzt das gleiche wie vorher. Ich habe jetzt eine Rindersuppe verwendet, aber man kann halt auch als vegetarische Alternative einen Gemüsefond verwenden. Schmeckt genauso lecker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn ihr Freunde habt, die genauso gerne kochen wie ihr, dann bitte teilt das Video. Und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.